Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Wollen, können, Wille, Selbstbestimmung und psychische Krankheit. Dieser Abendvortrag ist Teil einer Konferenz, die jetzt für 4 Tage hier im Schloss Herrenhausen stattfindet. Eine Konferenz, die veranstaltet wird von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg und dem Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung in Lübeck. Die Tagung heißt Randzonen des Willens und befasst sich mit der Frage, was Wille bedeutet in Lebenslagen, wo man früher gesagt hätte, die Leute sind schlicht nicht einwilligungsfähig, also können wir für sie sorgen, aber wir können uns nicht darum kümmern, was sie selber wollen. Also bei Kindern, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, insbesondere bei Demenzkranken, überhaupt bei Menschen in belastenden Lebenslagen, wo die zur Verfügung stehenden Optionen ihr Willensvermögen sozusagen zu überschreiten drohen. In solchen Fällen ist man inzwischen viel sensibler geworden, auch dort Selbstbestimmung zu achten, die Menschen als Personen zu achten. Die Frage ist nur, was das jeweils konkret heißen kann, wie das am besten funktioniert. Das wird eines der Themen sein, womit wir uns heute Abend beschäftigen, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Inwieweit sind Menschen in dieser Lebenslage noch fähig, sich selber zu bestimmen? Das ist bei Demenz vor allem in den letzten Jahren gefragt worden, aber auch für andere Erkrankungen eine ganz wichtige Frage. Das ist sozusagen das praktische Interesse und das theoretische Interesse, was sich damit verbindet, ist, was kann man aus der Verfasstheit des Willens in dieser Lebenslage lernen über den Willen insgesamt. Eine Frage, die so an der Grenze von Psychiatrie und Philosophie angesiedelt ist. Und dafür perfekt ist unser Referent von heute, Herr Professor Dr. Dr., das ist wichtig, deswegen sage ich das, Professor Dr. Dr. Thomas Fuchs vom Universitätsklinikum Heidelberg. Er ist Karl Jaspers Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie. Und er hat Medizin, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte studiert und ist einmal medizinisch und einmal philosophisch promoviert und einmal medizinisch und einmal philosophisch habilitiert. Ich nenne nur den Titel seiner Promotion in der Philosophie: Leib, Raum, Person, Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit diesem Grenzbereich von Philosophie und Psychiatrie, vor allem vermittelt über die Phänomenologie, dazu denke ich, wird er gleich auch was sagen, phänomenologische Psychologie, Psychopathologie und Anthropologie, die Beziehung zwischen einer Phänomenologie und kognitiven Neurowissenschaften, Frage, was habe ich mit meinem Gehirn zu tun? Ich glaube, sein berühmtestes Buch, wenn man das so sagen darf, ist das Buch Das Gehirn als Beziehungsorgan, Forschungsschwerpunkt Theorie und Ethik der Psychiatrie und der Medizin. Und dann auch, und das ist in Heidelberg besonders prominent, Frage von Kunst und Psychiatrie. Seine Literaturliste ist so lang, dass man sie eher am Gewicht als an der Zahl messen würde. Ich nenne nur 2 Titel, die hierfür besonders einschlägig sind, etwa in der Jahresschrift für skeptisches Denken veröffentlicht. Was heißt sich entscheiden zur Debatte um die Willensfreiheit von 2005? Oder 2008 die Würde des menschlichen Leibes als Grundfrage zwischen Philosophie und Psychiatrie. Lieber Herr Fuchs, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen können oder nicht wollen können? Ein Patient verharrt stundenlang vor einer Jacke oder einem Glas Wasser, bevor er das andere oder das eine zu ergreifen vermag. Eine andere Patientin versucht, am Morgen aufzustehen und ins Bad zu gehen, sitzt aber gegen Mittag noch immer auf ihrem Bett, sich unaufhörlich schwerste Vorwürfe machend. Ein Angestellter soll eine Vertriebskostenaufstellung anlegen, verliert sich aber in stundenlangen Überlegungen darüber, welches Ordnungsprinzip er der Aufstellung zugrunde legen soll. Ein renommierter Autor hat sein Werk fast vollendet, kapituliert aber vor den letzten Zeilen
und bringt es schließlich niemals zum Druck. Wie es scheint, haben wir es hier mit unterschiedlichen, aber doch jeweils mehr oder minder dramatischen Störungen des Wollenkönnens und des willentlichen Handelns zu tun. Gleichwohl spielt der Begriff des Willens vor 100 Jahren ein bedeutsames Konzept in der Psychopathologie, in der gegenwärtigen Psychiatrie kaum noch eine Rolle. Unter dem Einfluss der Psychoanalyse und des Behaviorismus, die beide, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, mit dem Begriff des Willens nichts anfangen konnten, gerät dieser Begriff in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Misskredit. Und eigentlich hat erst die Debatte um die Willensfreiheit und Neurowissenschaften in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit wieder auf die Frage gelenkt, ob und unter welchen Bedingungen wir überhaupt frei handeln können. Das heißt aber auch, unter welchen Bedingungen psychische Störungen diese Freiheit beeinträchtigen oder aufheben. In meinem Vortrag werde ich nicht auf die philosophische Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Willensfreiheit eingehen, wohl aber auf die Bedingungen, unter denen wir uns als Freihandelnde erleben oder aber in unserer Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Ich werde dazu zunächst den Begriff des Willens phänomenologisch untersuchen und seine hauptsächlichen Komponenten herausarbeiten. Anschließend wende ich mich den Formen der Willensstörung in der Psychopathologie zu. Der Begriff des Willens ist nicht leicht zu fassen, da er ähnlich wie andere Substantivbildungen wie etwa das Ich, die Seele, das Bewusstsein und so weiter so etwas zu bezeichnen scheint wie eine eigene psychische Instanz oder Entität, die sich aber recht besehen so in der Erfahrung nicht finden lässt. Unbestreitbar ist nur, dass wir Dinge tun wollen. Zum Beispiel will ich an einem schönen Tag gerne einen Spaziergang machen. Ich spüre die Lust dazu, überlege mir, wann und wohin ich gehen möchte und realisiere dann schließlich mein Vorhaben, indem ich meine Schuhe anziehe und aus dem Haus gehe. Aber wo in diesen Abläufen finden wir den Willen, der in sie eingreifen könnte? Besser erscheint es wohl, mit Willen eine Gesamtheit von zunehmend deutlichen und bewussten psychischen Funktionen zu bezeichnen. Und dieser Wille im weitesten Sinne als ein Komplex umfasst dann zunächst einen elementaren, noch ungerichteten Antrieb oder Drang, dann Triebe, Bedürfnisse oder Wünsche, die auf ein erwünschtes Ziel gerichtet sind, weiter den Prozess der Willensbildung in einer Entscheidungssituation, der über die Phase des Abwägens bis zum Entschluss verläuft. Und schließlich die Willenshandlung oder die dem Entschluss entsprechende Folge von Handlungen, die auf dem Wissen um Ziele und Mittel zu ihrer Erreichung beruht. Und dann die schließlich oft als Willensstärke bezeichnete Fähigkeit, an einem einmal gefassten Entschluss auch gegen innere und äußere Widerstände festzuhalten. Nun, soweit der Komplex des Willens. Sie sehen schon, er umfasst sehr verschiedene Komponenten, auf die wir später noch einmal zu sprechen kommen. Als Wille im engeren Sinn oder auch als Selbstbestimmung lässt sich dann die Fähigkeit bezeichnen, zwischen verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten und ihnen entsprechenden Wünschen eine überlegte und eine freie Wahl zu treffen oder mit anderen Worten einen nicht durch äußere oder innere Zwänge bestimmten, einen authentischen Willen zu bilden. Ergebnis dieser Willensbildung ist der Wille als Entschluss und die ihm entsprechende Einstellung, die man übrigens auch schriftlich niederlegen kann, sei es als Vertrag, als Willensverfügung, als letzten Willen und so weiter. Der Prozess der Willensbildung und Entscheidung setzt verschiedene höhere kognitive Funktionen voraus, etwa eine hinreichende Fähigkeit zur Introspektion, eine Situationsübersicht, Urteils- und Kritikvermögen, also Fähigkeiten, die alle zu einer grundsätzlichen Rationalität und damit auch Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsbildung beitragen.
Nicht vorausgesetzt ist hingegen eine Art metaphysischer Wille oder eine autonome psychische Instanz, die zu gegebener Zeit auf den Plan träte und eine Entscheidung herbeiführte oder gar den Körper selbst in Bewegung setzte. Einen solchen substantialisierten, verdinglichten Willen werden wir in der Analyse der Prozesse von Willensbildung, Entschluss und Willenshandlung nirgendwo finden. Um nun die Phänomenologie des Willens näher zu beschreiben, unterscheide ich zwischen drei hauptsächlichen Komponenten, nämlich der Konation, der Inhibition und der Volition. Was heißt das? Unter Konation, von lateinisch conatus, der Drang, der Trieb, das Streben, verstehe ich einfach die Gesamtheit von Antrieb, Bedürfnissen, Motiven, Wünschen, die zu einer Handlung führen können, die uns motivieren im weitesten Sinne. Inhibition bezeichnet die Fähigkeit zur Hemmung von spontanen Triebimpulsen und Bedürfnissen. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung für Willensbildung und Willensfreiheit, wie wir noch sehen werden. Volition schließlich bezeichnet den Prozess der eigentlichen Willensbildung und der Willenshandlung. Und diese Komponenten wollen wir uns nun näher ansehen. Ich beginne mit der Konation. Dazu gehört zunächst der Antrieb als die dynamische Grundenergie des Organismus, die sich in der gespürten Vitalität, der Frische, der Energie, der Tatkraft manifestiert. Spezifischer gerichtet sind dann Triebregungen wie etwa Hunger, Durst, Sexualtrieb, Bewegungsdrang. Dann die Vielfalt menschlicher Bedürfnisse und Wünsche, wie das Nähe- und Zugehörigkeitsbedürfnis, das Leistungs- oder Geltungsstreben, das Machtstreben, die Neugier, das Interesse und so weiter. Die Grundbedürfnisse eines Menschen sind freilich unterschiedlich ausgeprägt und gehören zu seiner dauerhaften Persönlichkeitsstruktur. Im Unterschied dazu können wir unter der Motivation die Gesamtheit der jeweils aktuellen Triebe, Bedürfnisse und Wünsche verstehen, die die Ausrichtung des Verhaltens in einer bestimmten Situation begründen. Affekte, Impulse schließlich bezeichnen momentane, meist rasch abklingende emotionale Regungen, die durch besondere Merkmale der Situation hervorgerufen werden. Etwas fällt mir auf, etwas ärgert mich, etwas erfreut mich, etwas reizt mich und die ein bestimmtes Handeln motivieren. Nun zur Inhibition. Die ungehinderte Umsetzung eines Triebs oder Impulses wäre ja keine willentliche Handlung im eigentlichen Sinn. Es fehlte ihr das Moment der Selbstkontrolle, der Selbstbestimmung. Damit sie geschehen kann, muss erst eine Hemmung einsetzen. Eine Hemmung, die dem Überlegen Raum gibt. Und diese für die Willensfreiheit zentrale Suspension primärer Impulse, die Hintanstellung primärer Triebregungen, ist bereits von John Locke beschrieben worden. Ich zitiere aus Essay of Concerning Human Understanding. Da der Geist in den meisten Fällen die Kraft besitzt, bei der Verwirklichung und Befriedigung irgendeines Wunsches innezuhalten und mit allen anderen Wünschen der Reihe nach ebenso zu verfahren, so hat er auch die Freiheit, ihre Objekte zu betrachten, sie von allen Seiten zu prüfen und gegen andere abzuwägen. Hierin besteht die Freiheit, die der Mensch besitzt. Erst durch diese Hemmung oder das Innehalten ergibt sich also so etwas wie ein Moratorium, also die zeitliche Verzögerung, die den Raum der Freiheit eröffnet. Vielfach entsteht dieses Moratorium auch aufgrund einer Offenheit der Situation, die mehrere Handlungsoptionen offen lässt. Das heißt, eine Situation, die ambivalent oder polyvalent ist, sodass die Handlungsausrichtung erst durch eine Entscheidung bestimmt werden kann. Und dieses Auftreten von polyvalenten Situationen bedeutet eine Art Desorientierung, einen vorübergehenden Konflikt, der gelöst werden muss. Das nun ist die Aufgabe der Willensbildung, die schon zum Komplex der Volition, dem dritten großen Komplex, gehört. Die Volition bezeichnet den Übergang von der Konation zur Handlung. Und zwar in einer Situation, wie gesagt, von alternativen Möglichkeiten, die eine Wahl erfordern.
In der Volition bildet die Person selbst nun ihren Willen, von der Abwägung bis zum Entschluss. Und das ist die Voraussetzung für das Freiheitserlebnis in der schließlich resultierenden Handlung. Ich habe das gewollt. Das bedeutet, ich habe mich dafür entschieden und mich mit diesem Entschluss auch identifiziert. Damit wird der Wille zum Erlebnis einer Art Kraft und Entschlossenheit, die wir spüren und die uns vom Wünschen, vom bloßen sich Vorstellen des Erwünschten zum eigentlichen Handeln führt. Und damit wird der Wille, wie Hannah Arendt es einmal schön ausgedrückt hat, zu unserem Organ der Zukunft. Nicht umsonst bezeichnet im Englischen I will auch das Modalverb der Zukunft, ich werde. Die Willensbildung ist also zunächst ein Prozess der Überlegung, des mit sich zu Rate gehens, der Artikulation und Klärung von Motiven und Gründen. Sehen wir uns das ein wenig näher an. In dieser Überlegung nimmt die Person imaginierend künftige Möglichkeiten vorweg. Sie bedenkt ihre Vorteile, ihre Risiken oder Hindernisse. Sie fühlt sie auch gleichsam voraus, diesen künftigen Situationen, und bewertet sie, um so eine innere Stimmigkeit oder eine Kohärenz und damit eine neue Orientierung in dieser uneindeutigen, unklaren Situation zu finden. Dazu gehören auch Überlegungen, die die Situation aus einer übergeordneten oder einer dezentrierten Perspektive beurteilen. Etwa indem die Person die Interessen anderer mit einbezieht oder moralische Gesichtspunkte mit berücksichtigt. Deutlich erkennbar wird hier der Zusammenhang von Wollen und Denken. Willensakte entstehen erst auf der Basis von Überlegungen und Denkprozessen, die zumindest ein gewisses Maß von Auffassungsvermögen, Situationsüberblick, auch Selbstdistanz und Rationalität erfordern. Die Autonomie der Person beruht nach der klassischen, vor allem auf Kant zurückgehenden Konzeption wesentlich auf dieser Verbindung von Freiheit und Rationalität der Willensbildung. Allerdings, in der Praxis erfolgt diese Willensbildung keineswegs auf rein rationale oder streng systematische Weise. Vielmehr stellt sie eher einen dynamisch kreativen Prozess dar, in dem bewusste und unbewusste Komponenten, Gefühle, Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, Überlegungen und Gründe einander wechselseitig beeinflussen und ständig verändern. Kein psychologisches und übrigens auch kein neurobiologisches Verfahren ist in der Lage, das freie Handeln einer Person mit absoluter Sicherheit vorherzusagen. Die Intuition, das Vorgefühl oder das, wie man auch sagt, das Bauchgefühl spielen bei der Willensbildung eine wesentliche und häufig sogar ausschlaggebende Rolle. Bei hinreichender Klärung in diesem Prozess stellt sich in der Abwägung schließlich ein Gefühl der Stimmigkeit oder der Kohärenz ein. Etwa, das ist das Richtige für mich, das mache ich jetzt. Ein Gefühl, das nun in die Entscheidung oder in den Entschluss mündet. Darin steckt Scheidung, das Scheiden dessen, das nicht gewählt wird. Und der Schluss, das heißt, der Prozess der Abwägung muss nun aktiv zu einem Abschluss gebracht werden, der die möglichen Alternativen bis auf eine verwirft. Andernfalls nämlich entsteht ein zunehmend unangenehmer, quälender Zustand der Entschlusslosigkeit bei gleichzeitigem Entscheidungsdruck, also die bekannte Qual der Wahl. Aber auch nach der getroffenen Entscheidung kann ein Gefühl von mangelnder Stimmigkeit, mangelnder Selbstkongruenz bleiben. Nämlich wenn sich die Person über zentrale innere Motive hinweggesetzt, also zu keiner inneren Klärung und Stimmigkeit gefunden hat, sodass sie sich mit ihrer Entscheidung doch nicht wirklich identifizieren kann. Die Klärung und die Artikulation des eigenen Wollens ist daher eine oft nicht leichte Aufgabe. Sie setzt Klarheit, Selbstkenntnis, nicht zuletzt auch eine gewisse Geübtheit und Erfahrung voraus, weshalb Peter Biri sehr treffend vom Handwerk der Freiheit gesprochen hat, das man erlernen muss.
Im sogenannten Rubikon-Modell der Willensbildung nach dem Psychologen Heckhausen bedeutet der Rubikon, die psychische und auch zugleich zeitliche Schwelle im Entscheidungsprozess, die im Entschluss überschritten wird. Abgeleitet vom Angriff Caesars auf Rom über den Rubikon hinweg in der entscheidenden Situation des römischen Bürgerkriegs. Von diesem Moment an geht es nicht mehr um die Abwägung von verschiedenen Möglichkeiten in einer Haltung von Offenheit, sondern vielmehr um die Schließung des Möglichkeitsraums. Jetzt müssen alternative Optionen möglichst konsequent ausgeblendet werden, zumindest in ihrem Wert gemindert, gewissermaßen schlecht geredet werden, damit man sich ganz auf die Planung und die Umsetzung der gewählten Handlungen konzentrieren kann. Von der ersten Körperbewegung bis hin zum Erreichen des eigentlichen Handlungsziels. Der Willensakt, also die aus der freien Entscheidung resultierende Handlung, ist eine körperliche Aktion, in der sich die Person, anders als bei reinen Trieb- oder Impulshandlungen, nun als selbstaktiv und damit als frei erlebt. Häufig realisiert sich der gebildete Wille aber auch erst in einer Folge von mehreren Handlungen, die miteinander verbunden zu dem gewünschten Ziel führen. Etwa wenn man sich entschließt, ein Essen zu kochen, eine Party zu veranstalten oder auch ein Studium zu absolvieren. Gehen wir noch einmal zum Schema zurück. Die Situation der Ambiguität führt also unter dem Einfluss und dem Prozess der Volition zu dem Willensakt. Nun, zu länger hingezogenen Willensäußerungen bedarf es einer weiteren Vorwegnahme des Ziels, einer Antizipation, einer Planung, einer Intention, auch einer sinnvollen Anordnung der geeigneten Handlungsschritte, dann aber auch wiederum einer Hemmung oder Ausblendung von störenden Impulsen oder Einfällen. Das heißt, auch hier spielt die Inhibition wieder eine wichtige Rolle. Es geht ja darum, den intentionalen Bogen, den gerichteten Bogen der Handlung bis zum Ziel hin zu spannen und aufrechtzuerhalten. Und das bedarf einer Verbindung aus Vorwegnahme, Aufmerksamkeit, Beharrlichkeit, also einer fortwährenden Steuerungsleistung und zugleich wiederum Hemmungsleistung. Störende Impulse und Ideen müssen nun ein für alle Mal verbannt werden. Das alles sind Funktionen, die heute in der Neuropsychologie auch unter dem Begriff der exekutiven Funktionen zusammengefasst werden, die ausführenden Funktionen. Willensstärke ist die alltagspsychologische Bezeichnung für diese im Prozess der Handlung erforderte komplexe Fähigkeit. Sie setzt zum einen eine geklärte, also zumindest nicht mit hoher Ambivalenz getroffene Entscheidung voraus. Denn anderenfalls wird die Handlung dann doch immer wieder vertagt oder abweichende Impulse lassen sich doch nicht unterdrücken, sodass der Betroffene womöglich seine Entscheidung ganz in Frage stellt und damit gewissermaßen an das Ufer vor dem Rubikon zurückkehrt. Zum anderen bedarf es einer Geübtheit, einer Festigkeit im Umgang mit entsprechenden Handlungsbögen, die wir auch dem persönlichen Charakter zuschreiben. Man spricht ja in diesem Sinne auch von willensstarken oder willensschwachen Persönlichkeiten. Handlungsbögen, die wir dem persönlichen Charakter zuschreiben, die aber freilich auch durch kognitive und andere psychische Störungen vielfältig beeinträchtigt werden können. Und damit kommen wir zur Psychopathologie der Willensstörungen. Auf der Grundlage dessen, was wir jetzt kennengelernt haben, lässt sich diese Psychopathologie in drei Gruppen gliedern, auch wenn es hier natürlich Kombinationen und Überschneidungen gibt. Störungen der Konation, in der Regel als Antriebsmangel oder Antriebsüberschuss. Störungen der Inhibition als Hemmungsverlust, als Enthemmung oder aber Hemmungsüberschuss. Und schließlich Störungen der Volition. Dazu gehören verschiedene Störungen wie kognitive Störungen der Willensbildung, Ambivalenz, Willensschwäche. Ich werde im Folgenden diese drei Gruppen anhand von psychopathologischen Beispielen näher darstellen.
Zu den Störungen der Konation, also des Strebens, Wollens, Antriebs, der Wünsche, der Bedürfnisse, gehört zunächst einfach der Antriebsverlust auf der einen Seite, die Antriebssteigerung auf der anderen Seite, und diese beiden Pole manifestieren sich vor allem in der Depression beziehungsweise auf der anderen Seite in der Manie. So geht vor allem die schwere, gehemmte Depression mit dem Verlust des Antriebs einher, einem Verlust, der selbst alltägliche Handlungen zu einem schier unüberwindlichen Hindernis werden lässt. Am Morgen wollte ich aufstehen und mich duschen, aber es dauerte eine Stunde, bis ich mich auch nur aufraffen konnte, ins Bad zu gehen. Ich sage mir, du musst etwas tun, aber während ich es sagte, setzte ich mich trotzdem auf den nächsten Stuhl und starrte vor mich hin. So wie ich allein war, machte ich es so, und dabei spürte ich, wie dies Hin und Her zwischen Wollen und Nichtwollen an meinen Nerven riss. Und ich denke, es wird einsichtig, wie quälend die zusätzliche Aufforderung von außen für den Depressiven sein muss, sich doch gefälligst zusammenzureißen. Denn die Antriebshemmung lässt alle solchen Appelle oder Vorsätze ins Leere laufen. Das bloße Wollen oder Sollen bleibt wirkungslos, solange sich ihm die bleierne Schwere und Erstarrung des Leibes in der Depression widersetzt. Die vermeintlich selbst verursachte Willensschwäche verstärkt nur die Selbstvorwürfe und die Schuldgefühle der Patienten, denn sie erleben ihr Nichtkönnen als ein moralisches Versagen, als eine Art Nichtwollen. Also, wenn ich nur wirklich wollte, dann könnte ich schon. Aber worum es sich tatsächlich handelt, ist eine krankhafte Abulie, eine Willensschwäche. Nicht eine charakterliche, sondern eine psychopathologisch krankhafte Willensschwäche. Und das ist das Unvermögen, einen gefassten Willen, einen Vorsatz oder Entschluss zur Ausführung zu bringen, aufgrund von Antriebsverlust, Kraft- und Initiativlosigkeit, psychomotorischer Hemmung oder allgemeiner Apathie. Und es kann in der Folge zum völligen Verlust von Willenskraft und Interesse kommen, sodass die Betroffenen an ihrer Umwelt nicht mehr teilnehmen und schließlich in soziale Isolation geraten können. Und Ursachen dafür sind nicht nur Depressionen, sondern auch chronische Schizophrenien, diffuse oder lokale Hirnschädigungen, vor allem das Frontalhirn betreffend, oder eben körperliche Erkrankungen, endokrine Störungen. Klaus Konrad beschreibt zum Beispiel das schwere Antriebsdefizit bei chronischen Schizophrenen sehr treffend als Syndrom der gebrochenen Feder. Ich zitiere: Der Kranke vermag überhaupt keine Bedürfnisspannung mehr auszubilden und bleibt, wohin man ihn auch stellt, stehen, wie eine Uhr mit gebrochener Feder. Sobald man aber von außen den fehlenden Antrieb ersetzt, also ihn antreibt, etwas zu tun, dann vermag er jede beliebige Tätigkeit eine kurze Weile auszuführen, bleibt aber sehr bald wieder stehen, wie jene Uhr, die ein paar Schläge macht, wenn man sie schüttelt. Auf der anderen Seite finden wir einen Überschuss an Konation, an Antrieb bei der Manie. Die Manie ist gekennzeichnet durch eine Antriebssteigerung und grundlos gehobene Stimmung, ein Übermaß an Initiative, und damit auch ein Übermaß an Einfällen, an Wagemut, an bedenkenloser Draufgängerei. Maniker stehen sehr früh am Tag auf, um verschiedenste Projekte zu beginnen, die sie dann aber ebenso rasch wieder fallen lassen. Sie reden viel, laut, gestikulierend, sie reisen herum, mischen sich in alles Mögliche ein, was sie nichts angeht. Und dabei sind sie kaum ermüdbar, sie brauchen nur ein Minimum an Schlaf und geben sich viel jünger und vitaler, als es ihren Jahren entspricht. Ihr Taten- und Bewegungsdrang ist schier unbezähmbar. Was aber auch bedeutet, dass sie sich selbst keine Hemmungen, keine Beschränkungen auferlegen können. Hemmungen bleiben gewissermaßen kraftlos gegen diese Macht des Antriebs. Manien beeinträchtigen insofern die freie Willensbestimmung, die ja an die Hemmung, die Suspension gebunden ist, wie wir gesehen haben. Und sie können daher durchaus mit dem Verlust der Geschäftsfähigkeit einhergehen. Betrifft die Manie den Antrieb und die von ihm gespeisten Triebe allgemein und insgesamt, so finden wir nun eine Übermacht einzelner Triebregungen,
in allen Formen der Sucht oder Abhängigkeit, sei es von Drogen, Medikamenten, Glücksspiel, Sex, Arbeit, Workaholismus und so weiter. Der Süchtige wird buchstäblich ein Getriebener. Periodisch oder dauerhaft leidet er unter einem meist unüberwindbaren Verlangen, das zu Kontrollverlust, zwanghaften Suchtmittelgebrauch und fortschreitender Vernachlässigung von anderen Verpflichtungen führt, insbesondere von sozialen Aktivitäten. Alle Überlegungen, alle Einsichten und guten Vorsätze gleiten kraftlos am süchtigen Verlangen ab, weshalb die Abhängigkeitserkrankungen auch eindrucksvoll die Ohnmacht des rein verstandesmäßigen Wollens gegenüber massiven leiblichen Triebregungen demonstrieren. Nun gehen wir weiter zu den Störungen der Inhibition, die wir wiederum einteilen können in eine Enthemmung auf der einen Seite und eine übermäßige Hemmung auf der anderen Seite. Geht ein Trieb oder Impuls ungehemmt und ohne eine wenigstens kurzdauernde Überlegung in eine Aktion über, dann sprechen wir nicht von einer Willenshandlung, sondern von einer Trieb- oder Impulshandlung, die auch subjektiv mit dem Gefühl des Getriebenwerdens, des Überwältigtwerdens erlebt wird. Hier ist also die Inhibition gegenüber der Konation so geschwächt, dass die Impulskontrolle, die Selbstbeherrschung nicht mehr möglich ist. Und eine eigentliche Entscheidung zur Handlung kommt gar nicht mehr zustande. Das ist häufig in hochgradig affektgeladenen Zuständen der Fall, aber auch bei impulsiv unbeherrschten Persönlichkeiten, denen man in der klassischen Temperamentenlehre bekanntlich einen cholerischen Charakter zuschrieb. Eher psychopathologisch finden sich Störungen der Inhibition in psychotisch oder organisch bedingten Erregungszuständen, bei der Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen im Kindesalter oder schließlich auch bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen vom impulsiven Typus. Eine übermäßige Hemmung auf der anderen Seite kennzeichnet Zustände in sogenannten schizophrenen Bannungen, als Bannungszustände bis hin zum sogenannten Stupor, völligen Starre. Die Patienten können keinen Willensentschluss mehr umsetzen, aber nicht aus einem Antriebsverlust heraus, sondern weil sie sich wie an ihre Stelle gebannt, also wie gelähmt fühlen. Die Patientin lag im Bett, sie hörte Gerumpel an der Tür, es kam etwas herein bis ans Bett, sie fühlte es wie eine Hand den Körper bis zum Hals heraufkommen und konnte sich nicht rühren, nicht einmal schreien. Sie war wie gebannt, so Karl Jaspers in der allgemeinen Psychopathologie über eine schizophrene Patientin. Und nun kommen wir drittens zu den eigentlichen Störungen der Volition, also der Willensbildung und der Willensumsetzung. Und die haben wiederum eine Reihe möglicher Ursachen, dazu gehören kognitive Störungen, zum Beispiel in der Demenz, aber auch Wahnzustände, die die freie Willensbildung unmöglich machen, Intentionalitätsstörungen, Ambivalenzen, sei es aus schizophrener, depressiver oder neurotischer Grundlage und schließlich die sogenannte Willensschwäche, die wir uns noch etwas näher ansehen werden. Zur Störung der Intentionalität des Wollens kommt es bei einer Schädigung des dorsolateralen Stirnhirns, des Frontalhirns. Es entsteht das sogenannte dysexekutive Syndrom. Sie erinnern sich, exekutive Funktionen sind die Funktionen, die zur Handlungsumsetzung und kontrollierten Handlungsplanung gehören. Und hier haben wir einen Ausfall dieser exekutiven Funktionen. Und ihre Folge sind die mangelnde Zielgerichtetheit und Beharrlichkeit. Stattdessen haften die Patienten an eigentlich unbedeutsamen Details. Sie können ihre Handlungen nicht mehr vorausschauen, planen und sie geben sehr rasch auf, sobald Hindernisse auftreten. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio beschreibt einen Patienten mit einer entsprechenden Stirnhirnläsion. Er war unfähig, einen Zeitplan einzuhalten. Wenn er eine Tätigkeit abbrechen und sich einer anderen zuwenden musste, blieb er oft bei der ersten und schien sein eigentliches Ziel aus den Augen zu verlieren. Manchmal unterbrach er auch eine Tätigkeit, weil ihn in diesem Augenblick etwas anderes mehr interessierte. Oder er überlegte den ganzen Nachmittag, welches Ordnungsprinzip er einem Sortiervorgang zugrunde legen sollte. Das Datum, die Größe des Dokuments, seine Bedeutung für den Fall.
So geriet der Arbeitsfluss ins Stocken. Nach Damasio ist es übrigens gerade die fehlende Emotionalität, sozusagen das mangelnde Bauchgefühl, das die Patienten daran hindert, solche verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auch gefühlsmäßig zu bewerten. Sie sind nur noch zu rationalen Überlegungen bezüglich der Alternativen in der Lage, aber das heißt, sie verlieren sich in den Verästelungen ihrer Berechnungen und gelangen nicht mehr zu einem Abschluss ihres Entscheidungsprozesses. Daran sehen wir sehr schön, wie die Entscheidung auch ein intuitives Moment enthalten muss, sonst kommt sie buchstäblich an kein Ende. Von ganz anderer Ursache, wir haben es ja hier mit organischen Hirnstörungen, Hirnläsionen zu tun, von ganz anderer Ursache ist die neurotisch bedingte Ambivalenz, auch wenn sie sich äußerlich scheinbar in ähnlicher Weise manifestieren kann. Hier kommt es zu einer Entscheidungs- oder Handlungslähmung durch Motive oder Wünsche, die einander widerstreiten und deren Konflikt sich aufgrund von neurotischen, meist unbewussten Fixierungen nicht auflösen lässt. Und diese Ambivalenz äußert sich in Entschlusslosigkeit, Zaudern, Schwanken, Aufschieben, unablässige Selbstbeobachtung, Zweifel oder Grübelsucht. In der Weltliteratur ist Hamlet sicher der bekannteste Protagonist des lähmenden Zweifels, mit dem das reflektierende Bewusstsein die Entschlusskraft gleichsam infizieren kann. So macht Gewissen feige aus uns allen, der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen. Zwei Begriffe sind im Bereich der neurotischen Willensstörungen besonders einschlägig, die sogenannte Akrasie und die sogenannte Prokrastination. Akrasie, das bedeutet griechisch Akrasia, nichts anderes als Willensschwäche oder das Handeln wider besseres Wissen. Darunter versteht man das Phänomen, dass eine Person eine Handlung A ausführt, obwohl sie doch genau weiß, dass eigentlich die alternative Handlung B für sie die bessere wäre. Es handelt sich um ein bereits der antiken Moralphilosophie vertrautes Problem, das übrigens von Augustinus in seinen Bekenntnissen ausführlich geschildert wurde. Geht es doch dabei um den im Christentum besonders virulent werdenden Konflikt zwischen Trieb und Moral. Anhand der sexuellen Begierde beschreibt Augustinus seine innere Zerrissenheit. So stritten in mir zwei Willen, ein alter und ein neuer, der eine fleischlich, der andere geistig miteinander. Und ihr Hader zerriss meine Seele. Also nicht unfasslich ist es, teils zu wollen, teils nicht zu wollen, sondern eine Krankheit des inneren Menschen, weil er sich nicht ganz aufrichtet. Also sind es zwei Willen, denn der eine von ihnen ist nicht ganz und was dem einen fehlt, das hat der andere. Hier haben wir es also mit dem klassischen Willens- oder Strebenskonflikt zu tun, den wir natürlich auch bei heutigen Patienten vielfach begegnen und in dem es therapeutisch meist um eine tieferreichende Klärung der persönlichen Motive und Lebensentwürfe geht. Zum Schluss erwähne ich noch eine, auch übrigens in akademischen Kreisen recht bekannte Form der Willens- und Arbeitsstörung auf neurotischer Grundlage, nämlich die Aufschiebesucht oder die Prokrastination. Das Wort ist weniger bekannt, das Problem durchaus. Vorhaben werden nicht begonnen oder abgeschlossen. Es wird verschoben und verschoben, meist verbrämt mit vielfältigen Beschönigungen oder Rationalisierungen. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Eine Konzentration auf das eigentliche Vorhaben wird aber tunlichst vermieden. Im Hintergrund der Störung stehen meist sehr unrealistische Ansprüche an sich selbst, Versagensängste, Autoritäts- oder andere Konflikte. Im Verlauf kann es zum nahezu völligen Verlust der Willenskraft kommen, wenn sich die auftürmenden Rückstände als hoffnungslos erweisen und die Alltagsbewältigung bedrohen. Im Folgenden ein etwas selbstironisches, literarisches Beispiel für die Prokrastination. Wäre ich weniger entschlossen gewesen, mich endgültig an die Arbeit zu begeben, hätte ich vielleicht einen Vorstoß gemacht, gleich damit anzufangen. Da aber mein Entschluss in aller Form gefasst war
und noch vor Ablauf von 24 Stunden in den leeren Rahmen des morgigen Tages meine guten Vorsätze leichthin sich verwirklichen würden, war es doch besser, nicht einen Abend, an dem ich weniger gut aufgelegt war, für den Beginn zu wählen, dem die folgenden Tage, ach, sich jedoch leider ebenfalls nicht günstiger zeigen sollten. Aber ich riet mir selbst zur Vernunft. Von dem, der Jahre gewartet hatte, wäre es kindisch gewesen, wenn er nicht noch einen Aufschub von 3 Tagen ertrüge. In der Gewissheit, dass ich am übernächsten Tag bereits ein paar Seiten geschrieben haben würde, sagte ich meinen Eltern nichts von meinem Entschluss. Ich wollte mich lieber noch ein paar Stunden gedulden und ihnen dann das im Fluss befindliche Werk vorweisen. Unglücklicherweise war der folgende Tag auch nicht der den Dingen zugewendete, aufnahmebereite, auf den ich fieberhaft harrte. Als er zu Ende gegangen war, hatten meine Trägheit und mein mühevoller Kampf gegen gewisse innere Widerstände nur 24 Stunden länger gedauert. Und als dann, nach mehreren Tagen, meine Pläne nicht weiter gediehen waren, hatte ich nicht mehr die gleiche Hoffnung auf die baldige Erfüllung. Nun, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, es ist niemand anders als Marcel Proust, dessen Ich-Erzähler in der Suche nach der verlorenen Zeit mit seinem Projekt, einen Roman zu schreiben, nicht vorankommt und die typischen Symptome der Prokrastination beschreibt. Das Verschieben mit der Tendenz zur einfallsreichen Selbstrechtfertigung und Beschönigung, die Ausblendung von Konflikten, die allzu hohen Selbstansprüche verknüpft mit der Angst vor dem möglichen Versagen. Doch Proust kann die Betroffenen zumindest ein wenig trösten. Am Ende umfasste sein Roman 7 Bände oder 5000 Seiten. Prokrastination ist also offensichtlich überwindbar und, solange sie begrenzt bleibt, vielleicht sogar eine Voraussetzung für Kreativität. Nun, im letzten Teil meines Vortrages möchte ich wenigstens kurz einige ethische und rechtliche Probleme skizzieren, die sich aufgrund von Störungen der Willensbildung und Störungen der Willensfreiheit stellen. Zentrale moralische und juristische Begriffe wie die Zuschreibung von Verantwortlichkeit, Schuldfähigkeit, Geschäfts- oder Einwilligungsfähigkeit sind an die Voraussetzungen von freier Willensbildung und Entscheidung gebunden. Das Strafrecht, ebenso wie das bürgerliche Recht, definieren Willensfreiheit in der Regel als eine Verbindung von Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Entsprechend den 2 Bedingungen von Rationalität und Freiheit, die dem autonomen Willen meist zugrunde gelegt werden. Einsicht bedeutet dann die Fähigkeit, die jeweilige Situation angemessen zu beurteilen, etwas Erlaubtes und etwas Verbotenes, Recht und Unrecht einer Handlung unterscheiden zu können. Während das Steuerungsvermögen die Fähigkeit bezeichnet, das eigene Handeln auch an solchen Einsichten und Entschlüssen auszurichten und nicht einem triebhaften oder gar einem wahnhaften Impuls zu unterliegen. Wer sich hingegen in einem, wie das BGB es bezeichnet, in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der geistigen Funktionen befindet, wer also seine Einsichts- und oder Steuerungsfähigkeit eingebüßt hat, der kann als Schuld-, Geschäfts- oder Einwilligungsunfähig erklärt werden. Einwilligungsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Betroffenen, in eine medizinische Behandlung einzuwilligen bzw. diese abzulehnen. Einwilligungsfähig ist nach der Rechtsprechung dabei, wer Art, Bedeutung und Tragweite bzw. Risiken der ärztlichen Maßnahme erfassen kann. Das wollen wir uns etwas näher ansehen. Das Prinzip der Autonomie oder der Selbstbestimmung, das dieser Einwilligungsfähigkeit zugrunde liegt, wird ja inzwischen so weit ausgedehnt, dass es auch künftige Zustände umfassen soll. Also Zustände, in denen Menschen bisher als nicht einwilligungsfähige allein oder fast allein das Objekt der Entscheidung anderer waren. Auf diese Zustände sollen sie nun selbst Einfluss nehmen können. Das Mittel dazu ist die vorab verfügte Willenserklärung. Aber
die rechtlich bindende Wirkung dieser Vorabverfügung ist umstritten. Ein vorab verfügter Wille zum Behandlungsabbruch zum Beispiel, etwa bei einem Demenzkranken, kann nämlich in Konflikt kommen mit gegenwärtigen Äußerungen des Lebenswillens, des natürlichen Willens, wie er auch genannt wird. Ein inzwischen schon fast klassisches medizinethisches Dilemma schildert etwa einen demenzkranken Patienten, der zu Beginn seiner Erkrankung eine Patientenverfügung verfasst hat, worin er alle lebenserhaltenden Maßnahmen ablehnt für den Fall, dass er bei fortgeschrittener Krankheit etwa seine Angehörigen nicht mehr erkennen könne. Nun tritt Jahre später dieses Stadium ein, aber der Patient freut sich erkennbar seines Lebens, er hört gerne Musik und er genießt offensichtlich die Zuwendung der Pflegekräfte. Als er nun wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werden soll, lehnen seine Angehörigen die Antibiotikatherapie ab, unter Verweis auf seine Patientenverfügung. Die Heimleitung und die Ärzte jedoch plädieren für die Behandlung, da der Patient ja doch offensichtlich seinen Lebenswillen zeige. Wie soll hier verfahren werden? Gemäß dem früheren, dem autonom geäußerten Willen oder gemäß dem jetzt erkennbaren, dem sogenannten natürlichen Willen? Der natürliche Wille ist ein Begriff des deutschen Rechts, der die gegenwärtig vorhandenen Neigungen, Wünsche, Wertungen eines Menschen umfasst, auch wenn ihm die Fähigkeiten zur freien und autonomen Willensbildung dabei fehlen. Dieser natürliche Wille kann sich verbal äußern, ebenso wie leiblich expressiv, also durch Mimik, Gestik oder Verhalten, sei es etwa in einer ablehnenden, abwehrenden Weise, oder sei es auch in einer zugeneigt, einer zufriedenen Weise. Welches Gewicht nun solche einfachen Willensäußerungen gegenüber einer früheren Patientenverfügung haben sollen, das ist wie gesagt umstritten. Auf der einen Seite stehen Positionen, wonach eine Vorabverfügung niemals durch spätere natürliche Willensäußerungen außer Kraft gesetzt werden darf. Auf der anderen Seite Gegenpositionen, wonach ein solcher spontaner Lebenswille immer den Vorrang genießen sollte. Und dazwischen finden sich vermittelnde Vorschläge, die etwa eine unterschiedlich gewichtete Berücksichtigung beider Formen von Willensäußerungen befürworten. Doch gleich wie sich die Gerichte oder die Betroffenen entscheiden, dieses Dilemma bleibt im Grunde unauflösbar. Denn einerseits betrachten wir es als Bestandteil unserer unveräußerlichen Autonomie, dass wir auch für unser zukünftiges Leben verbindliche Entscheidungen treffen können. Andererseits gehen wir dabei meist davon aus, dass wir eine solche Entscheidung unter Umständen ja auch selbstbestimmt revidieren könnten. Die Patientenverfügung jedoch betrifft gerade eine Zukunft, in der wir selbst zu einer solchen Revision nicht mehr in der Lage sein werden. Und mehr noch, wir können auch nicht wirklich wissen, wie es sich anfühlen wird, in dieser künftigen Lage zu sein, demenzkrank zu sein. Hier liegen schlicht Grenzen des Vorstellungsvermögens. Freilich kann man nun den Versuch machen, einen künftigen natürlichen Willen selbst noch einmal zum Gegenstand der eigenen Vorabverfügung zu machen. Sei es, dass man ihm vorwegnimmt und ihm zustimmt, oder sei es, dass man ihn vorwegnimmt und ihn trotzdem ablehnt. Es stellt sich aber doch die Frage, ob hier das Prinzip der individuellen Autonomie nicht an seine Grenzen stößt und ob ihm nicht das Prinzip der konstitutiven Bezogenheit des Individuums auf andere an die Seite zu stellen ist. Wie kaum eine andere Erkrankung konfrontiert uns ja die Demenz mit den Grenzen der Selbstverfügung und macht deutlich, wie wir letztlich in unserem Leben, unserem Leiden, unserem Sterben auf unsere Mitmenschen angewiesen sind. Nach den Worten des Paulus im Römerbrief: Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Aus dieser Einsicht heraus mag es vielleicht leichter fallen, das Leben nicht bis zum Tod unter der eigenen Kontrolle und Planung zu halten, sondern stattdessen die Menschen zu benennen, deren Obhut und Fürsorge man sich dann anvertrauen möchte. Soweit ein kurzer Blick auf ein wenigstens
bestimmten Bereich der ethischen Problematik, die mit der Willenseinschränkung und dem Verlust von Willensfreiheit verbunden sein können. Ich komme zu einem Resümee. Wollen zu können, sich selbst als frei Entscheidenden und willentlich Handelnden zu erleben, das ist wohl eine der fundamentalen Erfahrungen menschlichen Selbstseins. Ich habe drei hauptsächliche und miteinander verknüpfte Komponenten des Willens unterschieden. Diese Komponenten lassen sich zunächst als Widerstreit eines konativen, vorwärtstreibenden Moments und eines inhibitorischen, sozusagen eines verzögernden, eines retardierenden Moments auffassen. In gesunden psychischen Verfassungen halten diese beiden Momente einander so die Waage, dass ein sinnvoller Aufschub des Handelns, ein Moratorium für die Überlegung möglich wird, sodass verschiedene Möglichkeiten der Situation in den Blick treten können. Diese gleichsam angehaltene Spannung wird nun von der eigentlichen Volition der Willensbildung und Entscheidung wieder aufgelöst. Und nun kann die Handlung freigegeben werden und ihren Lauf nehmen, allerdings nicht mehr auf eine blind triebhafte Weise, sondern als Gewollte, als Bejahte und vermittelt über eine fortlaufende Planung, Anordnung und Steuerung. In dieser Phase des eigentlichen willentlichen Handelns wirken intentionale, zielgerichtete und inhibierend hemmende Funktionen kontrollierend und einander systematisch organisierend zusammen. Doch diese gesamte komplexe Dynamik ist, wie wir gesehen haben, anfällig für vielfältige Störungen, von denen ich die Störungen der Konation, der Inhibition und der Volition unterschieden habe. Sie gehen auf organische, auf psychotische, auf neurotische Störungen zurück, die den klinischen Phänomenen ihr unterschiedliches Gepräge geben und die psychopathologisch sehr sorgfältig differenziert werden müssen. Besonders wenn es um die psychiatrische Beurteilung der Schuldfähigkeit oder der Einwilligungsfähigkeit geht. Wollen zu können, in Freiheit handeln zu können, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Fähigkeit, die von der frühen Kindheit an bis ins Erwachsenenalter hinein erworben wird und die letztlich lebenslang geübt wird. Es ist eine Errungenschaft, die wir auch wieder einbüßen können, sei es zeitweise oder dauerhaft. Und umso wichtiger erscheint es für unser Leben, das Handwerk und die Spielräume der Freiheit zu nutzen, solange wir dazu in der Lage sind, und uns hilfreichen Menschen dann und dort anzuvertrauen, wo wir diese Freiheit zu verlieren im Begriff sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.